Danke, Herr Präsident, Frau Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen. Ich darf gleich einmal vorausschicken, dass auch unsere Fraktion diesen beiden Gesetzesänderungen zustimmen wird. Wir werden zustimmen, weil wir glauben, dass wir jenen Unternehmen die Möglichkeit geben, Hilfen in Anspruch zu nehmen, die bisher von Zuwendungen ausgeschlossen wurden und daher quasi durch die Finger geschaut haben. Die Frau Kollegin Mattersberger hat ja bereits inhaltlich das ausgeführt. Ich kann das auch nur unterstützen. Eines unterscheidet uns aber schon. Ich bedanke mich ausschließlich explizit nicht beim Finanzminister, sondern beim österreichischen Steuerzahler. Denn die sind es, die in Zukunft auch die Zeche bezahlen müssen. Die Treffsicherheit wird dadurch erhöht, zeigt aber auch wieder einmal auf wie viele Klein- und Kleinstunternehmen die Regierung ursprünglich vergessen hat. Hätte man so wie von Anfang an, wie von uns gefordert, alle Hilfen über die Finanzämter abwickeln lassen, wäre vermutlich aufgrund der Datenlage die Treffsicherheit von Anfang an höher gewesen. Und jetzt nach 1,5 Jahren Pandemie müssen wir immer noch bei der Anspruchsberechtigung nachbessern. Also nicht bei der zeitlichen Nachfolge, das ist nachvollziehbar. Wenn was länger dauert und man muss es verlängern, dann ist das klar. Aber die Anspruchsberechtigung, die hätte man vielleicht aufgrund der Datenlage bei den Finanzämtern schon früher feststellen können. Einflussbereich der ÖVP wäre natürlich deutlich geringer gewesen, weil eines fällt schon auf, die Schnittstelle zu den Daten, wer beim Wirtschaftsbund ist und wer dort Mitglied ist, ist genau dort, wo die Daten hingeliefert werden müssen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich hoffe ja nicht, dass sich dadurch die Auszahlungsgeschwindigkeit für manche unter Anführungszeichen Familienmitglieder erhöhen wird oder für andere verringert. Wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, und das ist das Letzte, was stirbt. So, Thomas Dimm von der FPÖ Oberösterreich. Im Zivilberuf ist er Buchhändler und er ist Vizebürgermeister von Ried im Innkreis.